So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Samurai Warriors 1. Im letzten Part haben wir mit der Mitsuhidas Geschichte angefangen, haben Verteidigung der Burg Inabayama geschafft und die Schlacht von Ise. Jetzt sind wir bei Verrat von Honnuji dran. Los geht's. Die Oda-Armee konnte die Rebellen bei Ise Nagashima unterdrücken, doch nach diesem Sieg begann Mitsuhide Nobunagas unerbittliche Methode in Zweifel zu ziehen. Einige Jahre später führte Mitsuhide den Befehl über eine große Streitmacht und geht dahin, wo Nobunaga ist, um einen Verrat zu machen. Toll! Es war leider ein bisschen zu viel, zu schnell meine ich wieder. Haben sie nicht gut getimed. Finde ich blöd. Zum Vorlesen ist das echt kacke. Naja, Nobunaga ist geschlagen oder Nobunaga erreicht Fluchtpunkt. Ja, den Fluchtpunkt macht eine Karte, macht einen Weg und geschlagen macht den anderen Weg aus. Das hier ist so ein Wettlauf gegen die Zeit, leider. Das macht überhaupt keinen Spaß. Feind. Der Feind. Der Feind wartet bei Honnuji. So muss es sein. Wir haben es allein auf Nobunagas Kopf abgesehen. Er darf nicht entkommen. Die Ost-, Nord- und Westtore müssen sicher versperrt werden. Warum? Warum hast du das getan? Bitte zieh dich zurück, um unser aller Willen. Wenn du dich nicht zurückziehst, bin ich gezwungen zu handeln. Ich möchte Ranmaru nicht töten. Ich muss versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Das ist schon mal klasse, weil... Feuerangriff! Beginnt mit den Vorbereitungen! Diese Karte ist verschwindet! Und dieser Platz ein Ort des Todes! Wir starten wild Rede vor! Ich habe einen Offizier besiegt! Nutzen wir hier unseren Schwung. Ich werde nicht aufgeben. Mitsuhide, du sollst das Leben eines Mannes nicht bekommen. Sein Leben gehört mir. Mitsuhide, wie konntest du uns das antun? Ich werde meinen Bruder um jeden Preis schützen. Toll, das interessiert mich gerade im Scheißdreck. Nobunagas Seite stellen willst, dann kann ich dich nicht verschonen. Wir werden nicht weiter. Das hattest du doch gewollt, nicht wahr? Leb wohl. Bitte warte auf mich in der Hölle. Ich habe einen Offizier besiegt. Wir werden nicht weit hinter euch sein. So. Demonstration der Stärke. Jetzt müssten wir den Feuerangriff geschafft haben.
Klar, das ist noch zu. Das war klar. Ja, das Blöde ist einfach, das letzte Mal musste ich mich richtig derbe beeilen. So. War nicht noch Generäle hier? Nö. Ist kein General mehr da, okay. Ist so ein Glück, dass ich nicht zu dir hinkomme. Mitsuhide, ist das deine Antwort? Ich weiß nicht. Aber eines kann ich sagen. Es wird kein weiteres Leid mehr geben. Wertlos. Willst du sagen, du kannst auch mein Leid auf dich nehmen? Das ist bescheuert. Ich weiß, dass er nämlich von hier abhaut. Mein General dazu gekommen. Warte mal, da war. Reserveeinheiten, die zerstöre ich als erstes. Das Problem ist einfach, der haut ab. Und da habe ich super keinen Bock drauf. Kann ich mit gutem reinen Gewissen drauf verzichten. Er wieder auftaucht. Ach, warum nicht? Gehen wir hier runter. Ja, der ist mir halt schon mal abgehauen und damals halt für mich Ranmaru mich ziemlich derbe aufgehalten. Ja, das war echt sehr, sehr nervig gewesen. Ja, und da habe ich es dann halt rechtzeitig nicht geschafft, die ganzen Missionen da zu absolvieren. Tja, aber hier habe ich ziemlich Glück, dass ich nur den Nagger gleich den Endschlag geben konnte. Ich habe einen Offizier besiegt. Und so würde man ja jetzt, ich glaube, das obere nehmen. Von diesem Tage an werde ich dieses Land regieren. Und wieder hat das Schicksal uns zum Sieg geführt. Ja, geschafft. Der Glaube an die Menschen hat mich hierher geführt. Mein Herr Nobunaga. Ich werde eine neue Welt. Also erhebt sich Mitsuhide zum Wohle des Volkes. So sieht es dann aus. So, Mission complete, auf jeden Fall. 31 haben wir schon. Ja, Level 16.
Ja, weitere Reichweite funktioniert nach wie vor nicht. Dann machen wir eben das. Ich meine, dann pushen wir lieber unser Leben auf. Im Grunde treffen uns die Gegner eh nicht, aber trotzdem habe ich das schon mal fertig. Ja. Und kann die Fähigkeitspunkte für was anderes benutzen. So, die Schlacht von Yamazaki ist dann die nächste. Es gelang Mitsuhide Nobunaga bei Onuchi ums Leben zu bringen. Nun musste er mit dem Zorn und Ehrgeiz der anderen Vasallen seines früheren Herrn fertig werden. Einer von ihnen, Hideyoshi Hashiba, rückte rasch vom Westen näher und Mitsuhide bereitete sich darauf vor, ihn bei Yamazaki zu stellen. Ja. Das ist eine berühmte Schlacht gewesen, die tatsächlich in echt so passiert sind. Also Nobunaga hat sich ja Selbstmord begangen im Feuer. Ja, also er wurde nicht getötet von jemand anderem, sondern ist in den Flammen gestorben, so sagen es jedenfalls die Bücher. Und diese Schlacht in Yamazaki ist tatsächlich passiert. Du wagst es, den Tod des Fürsten für deine eigenen Ziele zu nutzen? Verstehst du, wie es sich anfühlt, den eigenen Herrn zu erschlagen? Nein. Du verstehst nichts. Und darum wirst du sterben. Wer den Berg Tenno einnehmen kann, wird diese Schlacht gewinnen. Ja. Naja, und in diese Schlacht ist in den Geschichtsbüchern so ausgegangen, dass Hideyoshi gewonnen hat. Er hat danach das Land dann verewigt. Oder vereinigt, kann man ja in der Hinsicht eher sagen. Ja. Also wir spielen jetzt einfach mal eine Zukunftsstory. Das ist tatsächlich so. Ach man. Ich habe einen Offizier besiegt. Masashika Matsuda, okay. Drei feindliche Generäle erledigen. Gut, das war jetzt weniger spektakulär. Wir sind direkt hinter. Ich habe einen Offizier besiegt. Wir werden nicht weit hinter euch sein. Haben wir den nicht irgendwie gerade abgesperrt? Warum ist der denn schon wieder offen? Schlimm sowas, ey. Ja. Also ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir mal so Stories spielen, die
halt abseits von der Realität sind. Sowas finde ich echt klasse. So, jetzt haben wir das Tor wieder geöffnet. Klasse. Die eigentliche Herausforderung beginnt jetzt. Ja. Sollen wir irgendwas machen, oder? Will jemand versuchen, mich aufzuhalten? Eine kleine Streitmacht wird ihn kaum aufhalten können. Wir sollten ihnen helfen. Dachte ich mir schon, ich wollte sowieso nach oben. Aber interessant, dass KJ dabei ist. Ja, finde ich ganz cool. Ne? Aber KJ ist irgendwie überall. Das ist auch lustig irgendwie so, ne? Ja, schon witzig, ey. Was du da tust, ist ja nicht falsch. Es ist nicht falsch. Es ist einfach nicht richtig, dich weiterleben zu lassen. Ich habe einen Offizier besiegt. Wir werden nicht weit hinter euch sein. Künftige Gefahren werden am besten an der Wurzel gekappt. Ne, schaffe ich nicht. Außer die halten ihn auf, das wäre klasse. Aber ansonsten, die Geschwindigkeit war jetzt übermenschlich, da käme ich nicht ran. Selbst wenn ich schnell gehen würde. Aber ich find's kacke, dass die sofort sofort gegangen sind, ne? Sind aufgetaucht, sofort verschwunden. Aber sag mal, wie kannst du bitte schon zu Fuß so schnell gehen? Ich habe einen Offizier besiegt. Ja, Verstärkung gekommen, deswegen. Wir werden nicht weit hinter euch sein. Wenn wir damit den Tod unseres Fürsten rächen können, sind wir gern bereit zu sterben. Ich möchte keine Unschuldigen zu Schaden bringen. Doch, ich weiß auch, es ist naiv zu glauben, dass ich dies ohne Blut an meinen Händen überstehen kann. Jetzt die Bauerntruppen noch erledigen. Solche Missionen mag ich nicht. Wo du oben bis unten rennen musst. Ja, guck. Unmöglich. Schaffst du nicht. Der Krieg mit den Bauern breitet sich aus. Dieser Kampf wird schwieriger als erwartet. Ja, guck. Und sofort. Eine Sache hast du mal nicht gemacht. Sofort ganz schlimm. Schlimm sowas, ey. Aber habt ja gesehen, Leute, unmöglich zu schaffen. Hätte ich wirklich, nachdem ich Nagahide erledigt hätte, sofort dahin gehen müssen. Und zwar sofort. Das ärgert mich ein klein wenig. Weil das ist jetzt unnötig. Meine Mission ging so geil an. Aber... Aber dann weiß ich halt fürs nächste Mal Bescheid. So.
nicht weit hinter euch sein. Im Grunde könnte ich jetzt auch gerade zu Hashiba hinrennen und ihn killen. Mann. Das ärgert mich wirklich, muss ich sagen. Bin ich jetzt ein bisschen genervt wieder. Weil Mission fing echt saugeil an. Und ja. Aber es ist auch manchmal bescheuert, wirklich. Weil, also im Grunde habe ich nichts dagegen, wenn die mobil machen, ne, und angestürmt kommen. So erspare ich mir die Zeit, dahin zu rennen. Ne? Aber das ist einfach kacke. Das Lustige ist einfach, ne, 3 Missionen hast du in Folge, trotz dass es so schnell und schwer war, geschafft, ne? Und dann schaffst du mal eine Sache nicht und zack. Kommt sofort Worst Case. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, die Mission hatte ich noch nicht geschafft. Denke ich mal. Muss ich dann privat wieder neu weiterspielen? Muss ich erneut machen? Weil man möchte ja alle Missionen absolvieren. Ich möchte 100% haben. So. Hideyoshi, deine Zeit ist keine. Dafür, dass du rauskommst. Ich habe einen Offizier besiegt. So, damit haben wir gewonnen. So vollkommen wie ein Sieg nur sein kann. Ja, jetzt könnten wir das Teil nehmen, aber jetzt fehlt uns natürlich die Punkte, ne? Passiert! Passiert. Joa. Damit wäre die letzte Mission die Burg Gifu infiltrieren. Ich würde sagen, die machen wir dann ab erst im nächsten Part. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part von Super Mario Bros. 1. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut raus und ciao!